Warum sie dich beim Schatzsucher absetzen? Ja. So, Hallöche zusammen. Ich wurde gerade soeben als Geisel genommen. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, Schlüssel ist offen. Du musst gucken, dass du das Fahrzeug da irgendwie wegkriegst. Ne? Leute, falls ihr abstürzt, kriege ich die ganze Ausrüstung von euch wieder, ne? Das sage ich euch gleich von vornherein. Kein Problem, aber jetzt halten Sie bitte den Mund. Wir stürzen nicht ab, das kann ich Ihnen jetzt schon Halt doch garantieren. Mulle an. Na, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Sag mal, wenn der User die Tür Falsch. nicht richtig Pferde können nicht kotzen. Die Schildkröten jetzt noch im Oh. Buch? Okay, dann andersrum. Ich habe schon Kühe kotzen So gesehen. nette Valère, gell? Ja, oder so. Ja gut, also mir wurde alles abgenommen. Ich kann weder die Polizei noch sonst was alarmieren. Alles klar. Darf ich denn fragen, was ihr mit mir genau vorhabt? Also, Offplay natürlich. Wir Hast du dir fordern eine Waffe gleich gekauft? Geld. Alles Leider klar. nicht. Das ist wieder eine Geldmaßnahme und wir fordern Munition auffällig. für ihr Wohlergehen fordern wir Geld. Oh, Von den was soll ich Polizisten denn natürlich. schreiben? Ja, Wo? okay. Na gut, Also, dann wenn die werde ich einfach Polizei sehen, nicht was Sache sofort ist. auf uns schießt, wenn die Polizei nicht sofort auf uns schießt und uns Lösegeld bezahlt, werden sie auch leben. Nee, ist gut. Dann werde ich sehen, was auf mich erwartet. Kein Problem. Standort gebe ich später an oder so. Mal so eine kurze Frage, haben Sie viel Geld dabei? Ich bin in dem Sinne nur mit 5 Dollar bewaffnet dabei. Nein, ich habe gar nichts mit. Boah, Blöd. du bist ja voll reich, Alter. Du! Alles klar, das Standort soll dürfen ich Sie nicht nicht angeben. einnehmen. Ganz ehrlich, ich fahre nie mit Geld los. Nie. Nee, würde ich auch nicht Würde ich machen. auch nicht Ja, nein, machen. ich auch nicht. Also Es könnte du ja bist sogar sein, dass reich. manche Leute so blöd sind. Stormy? Ja, also Du ich. bist sogar gerade reicher als ich selber. Ich habe gerade null Geld bei. Ja, du, ich habe auch nichts bei, wie gesagt. Wie viele Leute sind es denn? Ja, warte. Muss ich gleich mal gucken. Ich kann gerade nicht sehen, weil die mich gefesselt haben. Also, zwei. Oh, ich sehe das nicht, die sind zu schnell. 2, 4, 5, ich sag mal höchstens 5. Gut, ihr schreibt dann höchstens 5. 5 Geiselnehmer? Obwohl, 4. Hummingbird? Ja, 4 sind's nur. Ich muss jetzt Tommy mal läuft gucken. jetzt wieder zum Boot, oder? Schicki, sorry. Dein Boot steht noch da, war. Das steht alles noch da, wie es ist. Das Problem ist nur, ich wollte gerade weg. Dann sind die halt angekommen. Und ja, jetzt sitze ich da. Ich glaube, ich bin sogar auf Sandbank. Genau kann ich es nicht sagen. Also Wie ich heißen konnte die? ihn da. Ich glaube, du kannst es sogar rausschieben oder sowas. Okay, Rausschubsen. wir werden jetzt gleich der Polizei schreiben. Wie heißen die Dann Spieler hoffen wir eigentlich? mal, dass sie kooperiert. Also nicht die immer ausrauben, sondern auch andere? Nee, das sind andere. Alles klar, ich will's warten. Ich will abwarten. Ich habe noch keine Antwort von der Polizei und du? Ich habe noch gar nichts. Ich kann ja nicht antworten. Mir wurde ja alles abgenommen. Achso, Mir auch ist Handy. das Antworten strikt verboten worden. Und da halte ich mich auch dran. Ne? Weil sonst für mich ist es ja das Roleplay. Gut, der Boot ist noch da. So, wir haben den Aber Polizisten bestimmt jetzt schon mitgeteilt, Rebellenuniformen und alles, ne? dass wir Ja. hier auf die warten und mal sehen, ob sie kommen. Ja, heutzutage achten nicht mehr viele auf VSK. Ich wollte mich eigentlich nur hinsetzen, kein Stress. Dann hättet ihr euch das Fesseln sparen Nee, können. sie bleiben bitte gefesselt. Alles Also, klar. wenn sie sich irgendwie lösen, bleiben sie einfach stehen, sonst schieße ich auf sie, weil sie haben eine Waffe dabei. Ja, Das nee, kann ich gar die nicht. will ich ja die ganze Zeit holstern, deswegen, also, die bleibt dann auch geholstert, kein Stress. Sonst würde ich sie ja gerne im Rucksack packen. Was hast du gesagt? Ich würde die sonst Was gerne hast du im gesagt? Rucksack packen. Kommst du raus, Schicki? Nee, leider nicht. Ja, aber jetzt warte, bis ich dort war. Ja. Sonst. Ah, ich komme zu dir zum Schöckern, ja. Ein bisschen.
So, die Cops lassen aber ganz schön auf sich warten. Ja, ich habe auch noch nichts. Was für Waffen haben die? Range-Waffen, oder? Ja, das sind alles, warte mal, der eine hat die... Ne, Ra... Ne, die MK, MC, MX. Sieht aus wie die MXM oder sowas. Ne, MX. Ja. Die, der andere hatte eine Katiba. Der kurze, so wie es aussieht, hat eine Sniper. Und der andere, wo ich... Stehen die offen? Kommt man da hin, wo du bist? Kann man sich da irgendwo ranpirschen? Vergiss es. Das wird nichts. Und ich habe auch keinen Bock wirklich zu krepieren, deswegen. Aber, ja. Warte mal kurz. Also wir machen es jetzt so, ich laufe jetzt mit, wir geben jetzt, wir zahlen uns noch die Schildkröten aus. Ja. Lass mein U-Boot da stehen. Da müsst ihr aber tauchen, ganz ehrlich. Sonst werdet ihr ja sowas von... Ja, dann laufe ich mit dem Shiki nach Taros, holen andere Waffen. Ja. Dann gibt's halt mal einen Fight, Scheiß drauf. Ja. Die Bullen lassen sich aber ganz schön Zeit, ne? Ja, sie mögen den Ort nicht, den wir gewählt haben. Weil, wenn du so rechnest, sind zwar nur 4 Polizisten, aber wenn wir 2 okay dazukommen, sind sie 6. Was? Mhm. Dann wären die Bullen in der Überzahl, von dem her würde es gehen, ne? Weil ja, dann schreibt doch... Weil ist und, sie leider kein jetzt, erst wenn wir Waffen haben, dann können wir uns mit der Bullen in der zusammentun, der ne? Viel Geld hat und mhm. Ich glaube, einer der... wenn ich Schickröten im Gepäck habe und die Bullen kommen, ist es ein bisschen schlecht. Ja. Sie dürfen den Cops nicht schreiben, wie viele Leute wir sind. Und was sie hier erwartet. Als ja, die Sniper oder sowas positioniert haben. Ja, nee, ist kein Problem. Sie dürfen also nur schreiben, ob es ihnen gut geht und ja, ob es ihnen halt gut geht. Alles klar, kein Problem, mache ich. So, ich gebe ihnen dann das Handy wieder. So, dann schreiben sie die SMS. So erledigt. Okay. Dann fesse ich sie mal wieder. Jawohl. Okay, ich fesse sie dir mal wieder. Nee, lass das doch nach. Ich kann mich doch nicht wehren. Egal, sie können dann gleich wegrennen. Mann. Snack, ich bin genau hinter dir, so in etwa. Form on me. Tauchst du, oder was? Vielleicht tauche ich. Jetzt haben sie mir die Knarre weggenommen, die Munition weggenommen, passt schon. Jetzt kannst du auch sterben. Ja. Ganz ehrlich. Eigentlich schon, weil... Hat jemand was von euch zu futtern da? Warum? Weil ich langsam mal was zu essen brauche? Wie viel Essen und Trinken haben sie? Ihr sagt, ich damit rechne. Also trinken habe ich genug, bloß Essen nicht. Ja, das dürfte reichen, dankeschön. Donuts und Dosenspeck. Okay. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin gerade als Geisel. Wird ganz witzig. Ackermann. Ackermann, aus dem Kopf. Ja. So, jetzt ist ein Kopf da. Ackermann. Ja. Kommen Sie bitte hoch. Okay. Ganz ruhig. Niemand muss zu Schaden kommen. Die Cops sollen aufpassen. Ackermann hat hinten rechts, hinter ihm. Ein Sniper. So, da stehen.
Gut, schreibe ich ihm so, gleich. So, da vorne ist die Geisel, sie können auch mit der reden, wenn sie wollen. Hast du Tommy? Jo. Geht's ihnen gut? Auch, ja. Haben sie Hunger, aber haben sie Durst? Nee, soweit haben sie mich gut versorgt, aber ich bin halt nur durch die ganzen Schläge auf dem Hinterkopf leicht lediert. Sonst geht's mir gut. Okay, okay. Kannst doch Heckenschütze nennen, oder? Was ist Ihre Forderung? Warum tun Sie so etwas? Wir tun das, weil wir Geld brauchen und wir wollen 150.000 haben. Mehr bin ich nicht wert? Wollt ihr mich verarschen? 150.000? Soll ich unterschreiben? Einer ihrer Kollegen oder sie... Nee, Ackermann ist ja schon da. Automaten holen das Geld. Der ist schon noch gejoint bei uns als User. Wer ist das? Übergeben mir das Geld. Sie dürfen dann die Geiseln mitnehmen und fliegen dann weg. Und wir fliegen dann nach einer Zeit auch weg. Okay, ich muss das kurz mit meinen Kollegen bereden. Was haben Sie gerade gesagt? Ich muss das kurz mit meinen Kollegen bereden, einen Moment. Ja, okay. Vor mir rechts ist ein Sniper. Oben links im Baum ist einer. Von mir aus gesehen, wenn ich raufgucke. Gut. Das sind doch mehr Leute, als ich gedacht habe. Ganz ehrlich. Mittlerweile sind so 23 Zivilisten, ne? Ja. Ich komme gleich wieder. Ja, ist gut. Herr Cetero? Ja? Wie viel Zeit habe ich denn, das Geld zu besorgen? Ich würde sagen, warten Sie mal kurz, ich muss mit meinem Team reden. Jo. Okay, ich habe das gerade mit meinem Team beredet, Sie haben 2 Minuten Zeit. Gib mir mal bitte die Munition, Schicke, dann. Yep. Nee, sobald Sie losgeflogen sind. Okay. Ach, kann ich ja gar nicht. Gib mir mal den Schlüssel von dem U-Boot und ich packe sie dir ins U-Boot rein. Ja, Moment. Das ist aber zu kurz, Herr Cetero. Ja, okay, gut. Kein ATM in der Nähe. Ich muss bis auf Hybros fliegen. Ja, ich lasse ihnen 4 Minuten Zeit. Aber nicht länger. Chemische Schaden. Können wir da nicht eine 5 draus machen, Herr Cetero? Mein Heli ist auch nicht bei der Neueste. Können wir da nicht eine 5 draus machen? Mein Heli ist nicht bei der Neueste. Ja, okay, gut, wir lassen ihn 5 Minuten. Alles klar, da, Moment, danke. Ja, hast du die Unterwassermunition gekauft, oder? Ja, weil das braucht man doch für die Schildkröte. Ja, ja, klar. Ja, ja. Wo hat das U-Boot das Inventarzeichen? Du musst mit T drücken, ne? Da hast ja nur den Trunk, aber ich meine hier so richtig. Also Herr Cetero, bei aller Liebe, aber 5 Minuten sind immer noch viel zu kurz. Also mindestens 10 Minuten brauche ich schon, um das Geld zu besorgen. Die Bank ist ja auch nicht so schnell beim Aufzahlen. Mach ruhig zu, dass hier den Kofferraum suche. Muss ja hin und zurück fliegen, das ist schon ein weiter Weg. Ja, dann musst du mir direkt geben wahrscheinlich, oder? Gute, warte, schlag mich mal Land K.O. und dann kannst du mich hier so. Warte. Offen zumindest. Okay. Einmal. Von, ja, was sollen Sie sagen? Sie haben 5 Minuten. Ja, ich muss immer noch auf Befehle von meinem Vorgesetzten warten. Ja, ich kann ja auch so, wenn du stehst und dein Inventar reinschauen, warte mal. Nee, hier geht es glaube ich leider nicht. Wie bitte? Dann soll er bitte sich beeilen und der Heli soll bitte wieder wegfliegen, sonst werden sie hier alle sterben. Ich will nicht sterben! Also wir haben da jetzt ein Heli gesichtet. Wo ist ein Heli? Der Notline, also der liebe Notline kommt hier mit dem Heli. Der Herr Notline ist hier nicht in der Gegend und ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass er fliegt gerade mit einer Hellcat zu uns. Ah!
So, weil, weil sie jetzt beim, weil der Notline jetzt bei ihnen landet, Die haben mir in die Eier geschlagen! Die Schweine! Tot, oder? Nee! Die haben mir nur voll in die Eier gehauen! Herr Zatero. Tut mir leid, aber Notline soll hier mein Kollege... Weggehen. Mein Kollege, der kann da nicht weg. Ob das jetzt geht? Sani! Haben sie mir in die Eier getreten, Alter! Geht nicht. Ist das mies! Hat jemand mal einen Sunny-Kasten da? Warten Sie kurz. Mir wird schon ganz so, Ackermann. Ja. Schlecht. Holen Sie jetzt das Geld oder nicht? Ja. Können wir das nicht anders regeln? Sie, wie wollen Sie das? Wir reden hier über ein Menschenleben. Wir reden hier über ein Menschenleben. Das kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Ja, okay. Sie haben 5 Minuten. Ich muss mich hinlegen. Mir wird schon ganz schwindelig. Wie viel Leben haben Sie noch? 25. Warum rennt man eigentlich nicht mehr? Taki? Oder schon? Ey, warte mal eben. Die bemerken nicht, dass ich da bin. Dass ich lose bin. Wie weit ist es zum Wasser? Scheiße. Ey, ohne Scheiß, das ist ein 90-Meter-Sprint. Scheiße. Was ist ein 90-Meter-Sprint? Ich hätte nur 90 Meter sprinten müssen, dann wäre ich im Wasser gewesen. Dann wäre nämlich die Kugel 0 gewesen. Schaffst du es nicht? Bitte? Schaffst du es nicht? Ey, die hat mich gesehen, dass ich mich gelöst habe. Ich hab die Kugel nicht. Okay, ich hab sie da. So, Ackermann, geben Sie mir jetzt das Geld und Sie dürfen die Geisel mitnehmen. Oh, ist die Kakomandos, oder? Die Geisel schon freigelassen. Ich möchte erst, dass die Geisel freigelassen wird. Ja, gleich wird's krass. Das SEK ist nämlich eigentlich gut im Schießen. Bevor ich ihnen das Geld gebe. Bringen Sie mir die Geisel. So, okay, gehen Sie ganz langsam mit ihm mit. Okay. Bleiben Sie hinter mir, Herr Stormy. Ja, bleibe ich. Steigen Sie mit Scheibe ein. Ja, mache ich. Dankeschön. Ja, das war nicht zu Ende, jetzt kommen Sie auf. Wie bitte? Passen Sie auf, halten Sie den Kopf unten. Ja, ist gut. Also, ich bin jetzt mit weg. Die haben mich abgeholt. Wunderbar.